Die Vision, dass wir ein europäisches Vorzeigemodell auch als Stadtgesellschaft darstellen können, die auf Bildung, auf Wissenschaft fußt, das heißt, so früh wie möglich auch Kinder, Jugendliche zu qualifizieren, auch mit Migrationshintergrund, mit dem Anspruch der Nachhaltigkeit, den wir auch vor allem über die Wissenschaft sehen. Und das ist eine tolle Perspektive. Deswegen in 10 Jahren wird Heidelberg gerade in dieser Richtung mit Sicherheit europaweit noch stärker erkennbar, nicht nur als eine Stadt der Romantik, sondern vor allem auch als eine Stadt der Bildung und der Wissenschaft. Ja, also wir haben eine Entwicklung gehabt, die in der Altstadt begann, sehr stark durch die Universität geprägt, die dann weiterging nach Bergheim, weiterging nach Neuenheim, jetzt weitergeht auch in den Stadtteil Neuen, Stadtteil Bahnstadt und möglicherweise dann auch weitergeht Richtung Patrick-Henry-Village oder Rohrbach, auch in die Flächen, die dann ab 2015, 16 auch in die weitere Entwicklung kommen. Also wirklich ein Stadtmodell, was die gesamte Stadt dann auch erfasst. Wir in Heidelberg wollen die Gesamtstadt Heidelberg als eine europäische oder internationale Bildungs- und Wissenschaftsstadt als Anspruch formulieren. Und das bezeichnet man auch als internationale Baustellung, obwohl gar nicht so viel nur neu gebaut wird, sondern es ist eher ein Gesamtkonzept.